Hallo zusammen, heute schauen wir uns mal diese Drohne an. Das ist hier eine Drohne mit vier Rotoren, so in der 50-Euro-Klasse mit viel LEDs hier im Bereich der Rotoren und einigen Funktionen, die es dann auch Anfängern erlaubt, schnell damit Spaß zu haben. Wir gucken uns mal an. Das Modell heißt Q9S von Avialogic. Und wir gucken mal, was alles dabei ist. So kommt sie daher. Und da ist sie auch schon. Das ist die Drohne. Wir bekommen auch ein Handbuch. Und mehr ist nicht drin. Was haben wir hier? Wir holen mal die Drohne vorsichtig raus. Drohne. Meine Relation für die Größe, also eine erwachsene Männerhand und ein kleines bisschen größer. Die vier Rotoren mit einem Durchmesser wie mein Zeigefinger. Dann haben wir Ersatzrotorblätter. Ein Ladegerät oder ein Ladekabel, ja, mit proprietären Anschlüssen hier. Das ist also kein USB. Wir haben einen Controller zur Steuerung der Drohne und hier ein Batteriefach. Da werden wir mal reinschauen, was wir dafür brauchen. Fühlt sich auf jeden Fall leer an. Und dann haben wir hier zwei Akkus für die Drohne selbst. Das erlaubt natürlich dann etwas mehr Spaß, weil man direkt weitermachen kann. Das ist sie hier. 3,7 Volt, 500 Milliampere-Stunden haben wir hier angegeben. Und da holen wir uns gleich mal ein entsprechendes Kabel zum Aufladen hier auf USB entsprechend und hier der Anschluss für den Akku und damit anzuwenden. An jedem USB-Ladegerät. Das gucken wir uns nochmal an. Das gehört so, rastet dann auch ein, arretiert und ist zur Ladung bereit. Dann haben wir hier die Unterseite der Drohne. Da wird der Akku entsprechend einzusetzen sein. Mal gucken wir mal, wie wir das öffnen kriegen. Ja. So, da ist das Fach für den Akku. Hier über denselben Anschluss anzuschließen. Wir haben hier unten Gummistopper für die sanften Landungen, hoffentlich. Und hier den Ein- und Ausschalter der Drohne. Genau. Hier haben wir noch den zweiten Akku. Dann gucken wir uns jetzt einmal an, welche Batterien wir für den Controller brauchen. Das Fach ist gesichert mit einer kleinen Kreuzschlitzschraube. Und wir brauchen hier drei AAA-Batterien. Genau, die werden wir da natürlich noch mal brauchen. Und dann setzen wir jetzt einmal schon mal den ersten Akku ein. Und dann werden wir gleich mal herausfinden, ob die geladen kommen oder nicht. Aber der Anschluss ist ja hier. Den werden wir hier einsetzen. Das Kabel ist verbunden. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir hier alles unterkriegen. So, das ist ein bisschen fummelig, aber richtig verkabelt sieht das dann so aus und richtig angeordnet. So ist das gedacht. Und dann können wir auch hier den Deckel wieder einsetzen. So. Die Inbetriebnahme und der Start des Geräts erfolgt immer in drei gleichen Schritten. Zuerst müsst ihr das Gerät aktivieren, am Power-Knopf des Geräts der Drohne selbst. Dann nehmt ihr die Fernbedienung. Hier ist der Einschalter. Das Gerät, die Drohne, hört auf zu blinken, sobald sie miteinander verbunden sind. Und dann ist hier der Kalibrierungsknopf, auf dem drückt ihr ebenso nochmal drauf, wenn sich die Drohne auf einer
Ebenenoberfläche befindet. Und dann ist das Gerät tatsächlich auch betriebsbereit und ihr könnt den Flug starten.